Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Heute zeige ich dir das Konditionell Passé, das Konditional der Vergangenheit und seine Anwendung im C-Satz der Stufe 3. Allons-y, los geht's! Wenn du dir dieses Video anschauen möchtest, ist es notwendig, dass du bereits die Bildung und den Gebrauch des Konditionell Présent, also des Konditional Präsens, kennst. J'aurais, ich hätte. Tu serais, du wärst. Außerdem solltest du wissen, wie man das plus que parfait, das Plusquamperfekt im Französischen bildet. J'avais fait, ich hatte gemacht. Ebenso solltest du bereits wissen, wie die C-Sätze der Stufen 1 und 2 gebildet werden. Sonst schau dir doch einfach noch einmal die Fit für Franze Videos dazu an. Umso besser verstehst du, was ich dir jetzt zeige. Emilie denkt über ihren letzten Ferientag nach. Leider hat es den ganzen Tag geregnet und ihre geplante Fahrradtour ist buchstäblich ins Wasser gefallen. J'aurais fait un tour en vélo. Ich hätte eine Fahrradtour gemacht. Je serais allé à la plage. Ich wäre zum Strand gefahren. Emilie drückt ihr Bedauern über die ausgefallene Tour mit dem Conditionnel Passé aus. J'aurais fait. Ich hätte gemacht. Damit spricht sie über eine Handlung der Vergangenheit, die hätte stattfinden können, aber nicht stattgefunden hat. Im Deutschen nennen wir das auch das Konditional 2 und drücken es mit hätte oder wäre und dem Partizip perfekt aus. Im Französischen bildet man das Conditionnel du passé aus dem Conditionnel présent der Verben avoir und être und dem Partizip du passé, das du bereits vom passé composé her kennst. J'aurais regardé, ich hätte angeschaut. Tu aurais dit, du hättest gesagt. Il aurait pris, er hätte genommen. Nous aurions fait, wir hätten gemacht. Vous auriez fini, ihr hättet beendet. Ils auraient attendu, sie hätten gewartet. Bei Verben der Bewegungsrichtung brauchst du das Conditionnel Présent von être und musst auf eventuell notwendige Anpassungen des Partizips achten, also wie beim Passé Composé. Die Formen von être lauten hier je serais, tu serais, il serait und so weiter. Elle serait allée, sie wäre gefahren. Nous serions rentrés, wir wären zurückgekehrt. Il serait venu, sie wären gekommen. Gleiches gilt bei reflexiven Verben. Emily denkt, je me serais bien amusé, ich hätte Spaß gehabt. Du siehst, die Regeln im Französischen sind grundsätzlich immer identisch. Was du über das Passé Composé gelernt hast, musst du auch hier anwenden. Mit dem Conditionnel Passé kannst du nun einen C-Satz der Stufe 3 bauen. Das ist ein Bedingungssatz, bei dem die Erfüllung der Bedingung in der Vergangenheit liegt. Man spricht hier von einem irrealen Bedingungssatz. Er ist unerfüllbar. Emily denkt, s'il avait fait beau, j'aurais fait un tour en vélo. Wenn schönes Wetter gewesen wäre, hätte ich eine Fahrradtour gemacht. Schau dir die Zeiten an. Emilie benutzt im C-Satz das plusque parfait, das Plusquamperfekt, avait fait, und im Hauptsatz das Conditionnel passé, j'aurais fait. Bei diesem Bedingungssatz der Stufe 3 sind diese Zeiten vorgeschrieben. Im C-Satz steht immer das plusque parfait und im Hauptsatz immer das Conditionnel passé. Das musst du also unbedingt beachten. Wie kannst du nun erkennen, dass du hier einen C-Satz der Stufe 3 brauchst? Ganz einfach. Der Tag ist ja für Emily gelaufen, es war kein gutes Wetter und damit ist die Sache mit der Fahrradtour nicht mehr realisierbar. Also ein irrealer Bedingungssatz. Der kann natürlich auch mal hinten stehen. Emily denkt sich, je serais allé à la plage si Alain était venu avec moi. Ich wäre zum Strand gefahren, wenn Alain mit mir gekommen wäre. Hauptsatz, conditionnel passé, C-Satz, plus que parfait. Fassen wir also zusammen. Du kennst nun alle drei Stufen des C-Satzes mit der vorgeschriebenen Zeitenfolge. Stufe 1, real. C-Satz, immer présent. Hauptsatz, présent oder futur simple. Si j'ai le temps, je viens oder je viendrai te voir. Wenn ich Zeit habe, besuche ich dich oder werde ich dich besuchen. Stufe 2, real, aber unwahrscheinlich. Im C-Satz immer imparfait und im Hauptsatz conditionnel présent. Si j'avais le temps, je viendrais te voir. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich besuchen. Stufe 3,
Irreal, also unerfüllbar, weil die Bedingung in der Vergangenheit liegt. Si-Satz immer plus que parfait, Hauptsatz immer conditionnel passé. Si j'avais eu le temps, je serais venu te voir. Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich dich besucht. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.